Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Nioh Remastered. Ich habe jetzt eben wieder den An... Ich will nicht online sein, wie kann ich das ausstellen? Ich habe gedacht, ich bin offline. Oh verdammt. Ich will nicht online sein. Ja, ich habe mir jetzt eben wieder das Intro da angeguckt. Das ist wirklich so episch, das ist so wunderschön. Ich will nicht online sein. Tu mir das nicht an. Was ist denn das? Ach was. Das habt ihr mir erklärt und ich habe es einfach vergessen. Grundeinstellungen. Okay, ich finde es, ist egal, dann bleibt man eben halt für immer online. Ist jetzt halt nicht mein Ding, aber okay. Hä, hey, was ist denn hier los? Der Kampf mit dem Riesenfrosch. Ich glaube, da bin ich noch nicht bereit dazu. Ja, wir sind jetzt halt online, aber ich werde mir niemals wieder einen Besucher rufen. Das fällt aus wie mies nicht. Der Held des Ostens. Besuchte Burg, die aufsteigenden Schatten. Habe ich mir irgendwas aufgeschrieben, was ich beachten soll? Nee, diesmal nicht. Entschuldigung wegen dem verwirrten Anfang. Ich kriege dieses Online wahrscheinlich nie wieder weg. So. Muss man das so ausstellen können, oder? Die Erinnerung. Geschwindigkeitssteuerung. Online-Einstellung. Mein Fortschritt geht verloren. Ich habe eh keinen Fortschritt. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob ich hier vielleicht... Ja, es ist alles wunderschön. Bitte hören Sie auf damit. So, wir sind wieder hier. System. Hier. Oh, ist ja voll süß. Wow, die sind so süß. Die sind süß. Ich liebe sie. Aha. Wie kann ich denn wieder offline gehen? Das ist mein Problem. Weil ich sehe dann überall diese Blutgräber. Und diese Blutgräber, die sagen dann zu mir, Nicke, kämpf gegen mich, es wird dir gut tun. Und ich denke mir aber nur so, nein, lass mich. Lass mich. Okay. Wird nicht mehr rumgejammert jetzt. Der Held des Ostens. Das ist auf jeden Fall auch ein Endboss. Ja. Waffenschmied. Todi-Pforte. Lager. Verborgenes Teehaus. Wir machen erstmal unser Level ab. Ja, können wir locker machen. Haben wir über 100.000 zu viel. Haben wir nicht, aber fast. Gut, was machen wir jetzt? Irgendwie scheint mir das hier immer noch am besten. Ausdauer. Ist das nicht sogar für Äxte? Nee, Kanonen. Man benutzt doch eher voll selten Kanonen. Onmyo Magiekraft. Schutzgeistbindung. Verteidigung. Ich will irgendwie wieder das hier nehmen. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Das ist ein... Ach du Heilige. Okay, mit Ach und Krach haben wir da... Wir könnten hier auch schon zur nächsten Region gehen. Wir probieren das mal. Hatto Rianzo, der Kampf mit dem Riesenfrosch. Ich dachte, das wäre nur ein schlechter Scherz, aber anscheinend ist ein Brief von meinem Vater für dich eingetroffen, der schon lange von uns gegangen ist und im Jenseits sein sollte. Offenbar hat er bei eurer letzten Begegnung Gefallen an dir gefunden und möchte dich trainieren. Ich entschuldige mich für die Anmaßung, aber mein Vater kann sehr stur sein. Wenn wir sein Anliegen ignorieren, wird er sicher zurückkehren, das Land heimsuchen und für allerlei Schwierigkeiten sorgen. Würdest du das Angebot annehmen? Ist dein Vater etwa der Riesenfrosch?
Den Erzählungen nach ist Yumatsu Hirasaka der Eingang zur Unterwelt. Wer ihn durchquert, gelangt zum Fluss Sanzu, der die Welt der Menschen vom Jenseits trennt. Die schiere Anzahl toter Seelen durch den andauernden Krieg hat viele Yukai gelockt. Und jetzt sind hier wieder gefühlte 50 Blutgräber. Ja, sag ich doch. Oh Gott, da vorne ist er schon. Wie lange können wir eigentlich hier stehen bleiben, bis er uns, Oh. Hm. Shuras Kriegsaxt. Ach stimmt, ich habe ja letztes Mal aus Verzweiflung ja alles verkauft. Ah, prima. Also ich hätte halt auch am liebsten wieder, ich würde mir am liebsten wieder was Neues basteln. Mir fällt gerade was ein. Ich kann das doch einfach Seelenbild hochmachen. Ach, und jetzt habe ich alles weggemacht. Bin aus einer neutralen Tüte, ey. Erd. Ist ja nicht Wasser. Wir lassen das erstmal kurz so. Ist ja nicht so schlimm, wenn wir sterben. Wir haben jetzt hier unten, das haben wir alles. Da vorne, er wartet schon auf uns. Dummkugeln. Großer Geisterstein. Geisterstein. Okay, Leute. Ich habe Angst. Hier sind mir zu viele Blutgräber. Ich frage mich halt auch, warum ist er schon da und warum hat er so ein Land dabei? Ey. Normalerweise ist diese Zeit die Zeit, bei der ich Resident Evil spiele. Das ist so viel einfacher wie das jetzt hier. Hallo. Oh Gott, das fängt schon mal gut an. Hut ab, ey. Oh Gott, oh Gott. Billy. Was soll ich nur dazu sagen? Da hinten liegt unser wunderbarer Stier. Das kann ich dazu sagen. Das Gute ist, ich glaube, er ist schon aufgeladen. Wenn er natürlich nicht aufgeladen ist, dann ist das sehr gemein. Ach ja, okay, er ist aufgeladen. Gut, da vorne haben wir unseren Kumpel. Oh nein, ich hab's falsch benutzt. Nicht mehr drin. Oh Gott. Ach, hör drauf. Oh oh. Bäh.
Uiuiui, das war auch kein Witz. Oh Gott, also ich schaff's auf keinen Fall ohne die Geistersteine. Oh Gott, wie soll das gehen, bitte? Ich sehe überhaupt nichts. Bist du ein blöder Frosch? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Okay, ich glaube, das wird nichts. Okay, dann machen wir das mal anders. Warte mal. Ich hoffe, davon braucht man nur so wenig. Gut, dann essen wir jetzt mal 6 Stück von denen. Oh nein, ich habe zu wenig. Ich brenne. Jetzt brenne ich aber. Das ist doch wohl schon. Was ist das denn? Was macht der denn bitte? Ich glaube, wir gehen lieber, das schaffen wir nicht. Ich glaube, wir gehen lieber in die neue Dingsbums. Warte mal, da drüben liegt unser Typ. Ich glaube, wir haben keine Geistersteine mehr. Nee, das war alles voll für den Arsch. Okay. Klebetopf, Feueramulett. Wetzstein. Ich bin doch doof. Ich habe doch extra das Randrohr ausgedingst. Moment, Talisman, wieso habe ich den nicht genommen? So, wir müssen uns jetzt erstmal dahin. Aber das Blöde ist, ich glaube, er sieht uns. Okay, Froschi. Jetzt geht's steil. Alles klar. Ich kenne überhaupt nichts. Oh, das war immer voll für den Arsch. Hä, wo ist denn der hingerannt? Mein doofer Schutzgeist.
Eier. Oh nee, ey. Es war zwar ein äußerst seltsamer Kampf, aber wir haben es geschafft. Habe ich jetzt alles? Scheinbar schon. Wir haben auf jeden Fall nicht viel Amrita bekommen. Ausgezeichnete Arbeit. Ich bin sicher, mein Vater ist zufrieden. Er ist jetzt im Jenseits. Doch als er noch lebte, war er ein Krieger und führte die Iganja an. Sicher konnte er dir etwas Nützliches beibringen. Falls ein weiterer Brief kommt, hoffe ich, dass du ihn noch einmal bei Laune hältst. Okay. Gut. Das haben wir ja mit Ach und Krach irgendwie geschafft. Ich habe nichts hier dabei. Jutsu bereit machen. Haben wir schon. Segen brauchen wir nicht. Kodama-Segen, Krieger-Segen. Warte mal, Waffenschmied? Aber was hier im Bild kostet wieder so viel? Das wäre schon cool, aber ich habe nicht so viel Geld. Ich hätte vielleicht was verkaufen sollen. Ich wollte gerade sagen, das hier kann ich mir leisten. Das hier kann ich mir leisten, aber will man das? Ich weiß ja nicht. Kaufen, verkaufen, verkaufen. Ich würde ihr gern... Oh, das ist aber... Boah, was ist denn sie bitte? Nur 1100 für die gute Axt. Also Fräulein, du bist aber ganz schön. Bart ändern. Nee, wir wollen nichts ändern. Ja. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Wir werden jetzt einmal das hier probieren, ansonsten gehen wir in die nächste Region. Was ist das? Der Held des Ostens. Ja. Wird wahrscheinlich nichts werden. Wir gucken aber einfach mal. Honda Tadakatsu. Mein Verstand war getrübt von den Machenschaften dessen, den sie Kelly nennen. Aber ich erinnere mich noch an das Vergnügen unseres Schlagabtausches. Mein Blut verlangt nach einer Rache. Lass uns noch einmal gegeneinander kämpfen, um zu sehen, wer von uns stärker ist. Es wird nicht so ablaufen wie zuvor. Dieses Mal werde ich mich nicht zurückhalten. Das Problem daran ist, dass ich das letzte Mal nur gewonnen habe. Weil ich diese Kristalle kaputt gemacht habe. Und jetzt haben wir sicherlich keine Kristalle, die wir kaputt machen können. Oh, er fängt an. Oh,
Du. Böser. Ach nee, das habe ich doch schon gemacht bei ihm. Oh, er hat mich getroffen. Du Stinker. Oh Gott. Los, komm. Wer ist stark oder was? Ich geb dir, wer ist stark. Ich bin stark. Ich bin stark und du bist schwach. Oh, hier ist ein bisschen Geld. Och, Rundenschloss. Munition muss ich kaufen gehen. Hör mal auf, so schwer zu atmen, bitte. Ich hab das sogar ohne meinen Schutzgeist geschafft. Bin ich gut? もう無双と歌われし、それがしを誰も傷つけることは問わず。しかし、こやつは傷つくたびに強くなっておる。もはや戦にて高ぶることはなかろうと思っておったが、 Besessen von Shinroku durch Geistheilung. Ja, wir wollen zurück. Wir sind ja siegreich gewesen. Okay, jetzt könnten wir sogar in die nächste Dingsbums gehen. Ich hätte nie erwartet, in meinem Alter einem so würdigen Gegner wie dir zu begegnen. Bis vor kurzem habe ich noch beklagt, dass nur Fürst Muneshige mir gewachsen wäre. Ein langes Leben bringt seine Belohnung mit sich. Lass uns das bei Gelegenheit wiederholen. Du bist immer willkommen, mich herauszufordern. Der war aber recht einfach jetzt. Warum war der so einfach, obwohl der Level 93 ist? Wir haben alles gemacht. Wir haben hier alles gemacht. So. Warte mal. Was haben wir hier? Amrita-Erinnerung. Yukai-Illustration. Was ist denn das Cooles? Hä? Wow, das gucken wir uns alles mal an. Wie cool ist das denn? Wieso haben wir das jetzt? Hä? Die Amrita-Erinnerung. Gedanken am wieder. Das kenne ich. Das haben wir. Und wieso haben wir das jetzt auch? Hat der denn so? Oh, der hat unser Outfit an.
der Kurodo Nagamasa. Kurodo Kenbei? Sie ist so hübsch. Tachibane Ginchi. Und hier haben wir den Munishige. Der war irgendwie witzig. Der sieht aus wie ein, ich erinnere mich an einen Affentyp. Lee, ja, Gemauch. Fuku. Denkei. Ich schieße zum Freischalten Mission so und so ab, okay. Shima Sakon. Ishida Mitsunari. Das ist doch von Anfang der Derek, der Henker. Ah, Edward Kelly. Matsunaga. Das ist ja krass. Senji Tome. Wollen wir da mal extra Folgen dazu machen? Rume Sakata. Und William. Die Geschichte von Nio. Region London. Das ist ja krass. Ich kann sie alles nachlesen. Das ist ja geil. Region. Boah, krass. Wieso ist denn das jetzt da? Wieso hat man das nicht mitten in der Geschichte? Videosequenzen? Sieh dir bereits im Spiel. Was? Boah. Ist das geil. Kannst du ja richtig einen Film gucken. Wollen wir uns mal einen Film angucken? Wollen wir mal einen Neo-Film gucken? Bin begeistert. Echt jetzt? So begeistert, dass ich hier die Bindung vergessen habe. Was wollte ich machen? Dummkugel. Oh Gott. Was machen wir da jetzt hin? Was hat man da vorher? Irgendwas zum Schmeißen. Das hier. Shuras Kriegsaxt. Dummkiri? Nee. Unübertroffener Krieger. Kriegerrüstung. Nee. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir können uns hier Neo-Filme angucken. Ist das nicht cool? Voll geil. Entschuldige mich für den Anfang und für die letzte Folge. Ich weiß auch nicht, war in der letzten Folge irgendwie sauer. Vielen Dank, dass ihr trotzdem noch bis hierhin dabei gewesen seid. Und dass ihr noch da seid. Ja, ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder. Dann gehen wir mal in die nächste Region. Ich bin mal gespannt, was dann passiert. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss.